In unserer Sendereihe Jüdisches Leben in Wien geht es heute um Theaterlegenden, nämlich um das Stadttheater Walfischgasse. Das Stadttheater Walfischgasse hat sich seit seiner Eröffnung im Jahr 2005 mit politisch-satirischen Stücken beim Publikum viel Renommee erworben. Hier finden modernes Musiktheater und anspruchsvolles österreichisches Kabarett ihren Platz. Wir sind heute zu Gast im Stadttheater Walfischgasse, einem Kleinod in der Wiener Theaterszene. Und wir freuen uns sehr, dass uns Prinzipalin Anita Ammersfeld heute hier empfängt. Das Stadttheater Walfischgasse ist ein ganz spezielles Theater mit einer langen Tradition. Wie hat denn die Geschichte dieses Theaters ausgesehen? Ja, also hier war vormals das Kärntner Tor Theater, das berühmte Kärntner Tor Theater, wo Gerhard Bronner hier Direktor war über viele Jahre. Hier ist übrigens auch der Herr Karl entstanden, was Karl Merz ja mit Helmut Baltinger geschrieben hat. Allerdings kam es hier nicht zur Aufführung, das war ja eine Fernsehaufzeichnung, aber es wurde hier kreiert, es ist hier entstanden. 34 Jahre, wissen Sie, wie das war? Ah nein, Sie wissen es nicht, Sie sind jetzt jung, nein, Sie brauchen es ja nicht wissen. Das sind Dinge, da wollen wir nicht dran rühren, daran erinnert sich niemand in Österreich gern. Später dann bin ich demonstrieren gegangen zu den Schwarzen, zu den Hahnenschwanzlern, nicht, zu der Heimwehr, habe ich 5 Schilling gekriegt. War ja Geld damals. Dann bin ich um zu den Nazis, zu den damaligen Nazis, habe ich auch 5 Schilling gekriegt. Ja. Österreich war immer unpolitisch, wir waren nie politische Menschen. Ein bisschen Geld ist halt zusammengekommen. Was war dein spezielles Interesse gerade an diesem Theater? Erstens mal, wie schon gesagt, die Tradition, die dieses Haus hatte, und das hat mich sehr dafür eingenommen und das hat ja Geschichte geschrieben und das war ein interessanter Ort für mich und auch die Lage. Und ich habe gespürt, dass das ein Haus ist, hat eine sehr angenehme Größe, ist eine Mittelbühne, dass das eben ein Haus ist, wo man gut gestalten kann, richtig gestalten kann. Also das war wie, wenn es in Dornröschenschlaf gewesen wäre. Und man braucht nur zu kommen und es zu erwecken, das Dornröschen. Und so ist es mir mit dem Haus gegangen. Ich war sofort Feuer und Flamme. Liebe Freunde, ich persönlich habe jüdischen Sport immer als Mittel zum Zweck betrachtet. Prinzipalin Anita Ammersfeld wagt in ihrem Spielplan einen durchaus riskanten Spagat zwischen Stücken mit hoher gesellschaftlicher Relevanz, modernem Musiktheater und anspruchsvollem österreichischen Kabarett. Die vielen Eigenproduktionen zeugen vom hohen künstlerischen Anspruch des Hauses. Ihr habt ein sehr vielschichtiges, ein sehr vielseitiges Programm hier im Stadttheater Walfischgasse. Jüdische Themen kommen aber immer wieder hier vor. Ich glaube, das ergibt sich ganz automatisch in dieser Stadt. Wien als Kulturstadt ist ja sehr stark geprägt vom jüdischen Geist, der auch hier und jüdischem Intellekt auch und jüdischen Künstlern, die hier vor dem Krieg gewirkt haben. Da ist ein richtiges Vakuum entstanden. Aber ich glaube, das sollte man in der Geschichte ein bisschen versuchen aufzuholen, weil diese Lücke, die da hinterlassen wurde, ist eigentlich sehr, sehr schade für eine Hochkulturstadt wie Wien. Und das versuche ich in meinem Spielplan auch immer wieder festzuhalten. Wie im Theater üblich bleibt mir jetzt nur noch toi 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 zu wünschen. Kann man immer brauchen. Komm, ich begleite dich noch hinaus.